Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Kills. Wieder zusammen mit Lukas. Hallöchen. Und heute geht's endlich mal an die Wäsche, nämlich mache ich jetzt mein Hackhaus weiter. Ole, voll Aber cool. bei dir muss das so voll die Inception sein. Erst kommt eine Folge mit mir, dann wieder eine ohne mich und dann wieder eine mit mir. Ja, warum nicht? Das muss so deine Zuschauer so voll verwirrend sein. Habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, ja. Ach so. Aha, Ja, habe dann ich ganz nicht. genau erklärt, warum. Warum willst du denn deine Zuschauer nicht verwirren, Alter? Tja, So ist es doch weil ich halt so witzig. ein Arschloch bin wie du. Oh, jetzt geht's weiter, ja, sorry. Ich komme nicht zusammenreißen. Deswegen liebe ich es, mit Lukas aufzunehmen, da er immer so kompetent ist. Genau, ich bin immer so fachlich und so nett zu allen. Ja, Das er ist ist der so Wahnsinn. freundlich, so ein netter Projektleiter, wo man sich wünschen kann oder wo man sich denken kann, wenn Dass ich mal als ein nächstes Problem erstmal habe, ein blöder Spruch kommt. gehe ich zu Lukas und schon ist das Ende, ist das fertig, aber nein, du wirst gleich wieder beleidigt. So ungefähr. Aber Ja, eigentlich auch nur ja. just for fun, also. Ja, ich Ich weiß. meine, das ist nicht böse. Ich kenne dich ja, Ich bin leider. normalerweise gar kein so Arschloch. So, Ich warte. tu nur so. Ein Parkplatz. Achso, nee, das ist zu klein. Fünf. Es sieht alles kacke aus. Alles Dünnschiss hier. Vier. Ja, okay, vier reicht eigentlich. Alle Dünnschiss. So. Alle Dünnschiss, alle Dünnschiss. Oder sind die noch ein bisschen zu groß? Nee, das muss doch reichen. Das muss so gehen. Läuft bei dir im Moment auch alles, KG? Geht gerade so. Schön zu hören. Und da ist er wieder, der nette Lukas. So Genau. in 5 Minuten ist wieder der Ekelhafte da. So ungefähr. Also man kann es jedenfalls erwarten. Aber das kommt eigentlich nur davon, dass ich gestern ein bisschen lange Counter-Strike gesuchtet habe und da werde ich zum, ja, Zum da, Tier. genau, da werde ich voll zum Hulk. Ja, du und deine zerbrechlichen kleinen Weiberarme. Du und Hulk. Ich besuch dich. Wie Tag und Nacht, du und Hulk. Hör mal, ja, blöde Frage. Sieht man dich eigentlich nächstes Jahr in der Gamescom? Oh, geplant habe ich es schon. Mit meinem Kumpel. Aha. Also ich hätte Bock drauf, klar. Mein Kumpel auch. Könnte man eigentlich so einen kombinierten Abo-Treffen machen, weil alleine ist es ein Alter. bisschen, Ich bei weiß mir nicht, ob lohnt sich es das sich lohnt. nicht richtig und bei dir lohnt es sich nicht richtig und insgesamt wird sich dann wohl lohnen. Ich weiß ja nicht, in Mein einem Jahr. Felix. Ich weiß ja nicht, in einem Jahr, wie viele Abonnenten ich da habe. Ja, Also bestimmt wir. 500 Millionen. Bestimmt 500 Millionen. Na warum? Ich habe momentan einen Fan, das betone ich jetzt, richtig hart, einen Fan, der hat 2000 Abonnenten und der möchte mit mir was aufnehmen. Ey, ja, aber man kann es immer nicht so erwarten, dass die dann überspringen. Nee, aber ganz ehrlich, ich würde mich mit 100 zufrieden geben. Ja, ganz Nee, ehrlich, wenn du schon nee. mal, wenn du so einen enormen Schub hast von 17 auf 100, das ist dann schon echt. Nee, das klappt nicht, ohne Käse. So viele springen nie über. Ja, aber ganz ehrlich. Das ist es ja beim Sarraza bzw. beim Gronkh. Die hatten zuvor circa 40.000 bis 45.000 Abonnenten. Dann haben sie zusammen was mit dem Sarraza bzw. Gronkh gemacht und dann waren es insgesamt auch nur sagen wir so irgendwie so 25.000, die übergelaufen sind nach circa 10 Folgen oder so. Also
Ja, Und aber die haben halt im Durchschnitt um einiges mehr Videoaufrufe als einer mit 2000 Abonnenten. Naja, aber okay, aber das gehört jetzt eigentlich nicht so ins Video. ja, ich wollte halt nur sagen, dass wenn es bei uns halt richtig losgeht, wer weiß, ob das da auch noch ein bisschen ausrastet. Mal gucken. Ja, man kann es nicht sagen. Ja, Aber ich aber habe ich jetzt in der denke, ich. nächsten Zeit eigentlich nicht die Vermutung. Das sind immer so Hoffnungen, man würde sich immer so drüber freuen, wenn man ein bisschen mehr Resonanz hätte, aber irgendwie klappt es dann immer. Leider nicht, aber naja, aber mit dem muss man sich begnügen. Man muss froh sein, wenn einem überhaupt welche zuschauen und wenn's den Leuten gefällt, also. Genau. Hauptsache, also selbst in einer kleinen Community, Hauptsache, die Leute gucken gerne deine Videos, ne? Das ist immer. Ja, genau, das geht's. Oh, fuck, die Das. Pullis, Alter. Deswegen finde ich es auch schade, dass bei mir so wenig Leute in die Kommentare schreiben, weil positives Feedback finde ich eigentlich immer das Schönste. Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit auch nicht viele Kommentare, hatte aber viele Videoaufrufe und das habe ich auch relativ schade gefunden. Aber ich hoffe, dass sich das in der nächsten Zeit irgendwann wieder mal ändern wird. Es gibt Kommentieren, auch kommentieren, Leute, kommentieren, kommentieren. die sind echt einfach nur, also es gibt Leute, die sind zu faul, um einen Daumen nach oben zu geben. Ja, eigentlich schon, gibt's natürlich, natürlich. Es gibt halt Leute, die gucken sich zum Beispiel von Rotpitz eine Folge an, denken sich dann so, ja, die Folge ist eigentlich ganz cool und sind dann einfach zu faul, um einen Daumen nach oben zu geben. Obwohl sich eigentlich jeder drüber freuen würde, ist klar, ja. Ja, weil du weißt halt, wenn du positive Kommentare, also positives Feedback, egal in welcher Weise bekommst, weißt du, okay, gut, so wie es diese Folge war, kann ich jetzt theoretisch weitermachen. Ja, es macht aber, es geht ja auch um einen Fun, also. Nicht nur ums Weitermachen, sondern einfach um Spaß. Man freut sich immer drüber, wenn man mal positive Kommentare hat. Ja, aber auch größtenteils ist Einen es Daumen so, hoch. dass wenn du siehst, zum Beispiel, also wenn du jetzt siehst, ach, du hast keinen Kommentar oder keinen Daumen oder sowas, aber du Ja, siehst dann halt. denkst du, Scheiße, mache ich ja alles umsonst, also. Genau, aber wenn du halt dann ansatzweise viele Videoaufrufe hast, weißt du auch, dass theoretisch, das ist ja quasi auch eine kleine Art des Feedbacks. Weißt du? Ja, man weiß es nicht. Es können ja auch Videoaufrufe sein, die einfach mal schnell draufgeklickt haben, mal 5 Sekunden reingeschaut haben und sich gedacht haben, oh, ist das kacke. Und dann würde man sich natürlich auch drüber freuen, wenn dann auch in den Kommentaren dazu stehen würde, warum und wieso. Und warum das schön, was man verbessern könnte oder Ja. was man in der nächsten Zeit irgendwie ändern könnte oder welche Spiele man spielen soll. Genau. Deswegen habe ich bei meinen Videos jetzt auch einen Strawpoll laufen. Ja. Also eine Abstimmung, welches Spiel ich jetzt spielen soll. Und da sind einige echt abgegangen. Hatte gleich nach Ja, dem das ersten Tag natürlich. 18 Votes. Wo machst du das? Strawpoll, also wenn du auf die Bromies gehst, ist es gleich das erste Video, das Infovideo. Ja. In der Videobeschreibung ist dann so ein Link und dann kannst du halt. Warte kurz. Jetzt ist er weg. Der Du alter. mag mich nicht mehr. Ich mag dich sowieso nicht, ich habe es noch nie gemacht. Ja, schon. Also du gehst halt quasi auf diesen Link und kannst Ja. dann abstimmen, welches Spiel ich spielen soll. Also was jetzt. Weil ich habe eigentlich vor, jetzt 3 Videos in der Woche hochzuladen. Zweimal Oh, Minecraft da hast du was Hills, vorgenommen. zweimal Minecraft Hills und halt dann noch was, was ich dann so privat zocke. Und da sind dann so Sachen wie Tomb Raider drin, also in diesem Strawpoll Oh, Tomb Raider ist cool. oder Skyrim habe ich auch drin. Und was habe ich noch drin? Saints Row 4. Ja, eigentlich coole Spiele, also. Ja, also von Tomb Raider das Neue, ne? Also das ganz, ganz Ja, Neue. klar. Und Borderlands Das habe 2. ich auch let's played. Das war ganz cool. Hat mir sehr gut gefallen. Aber auf was ich mich richtig freue, ist Alien Isolation. Das zu Let's Playen. Aha. Weil wir heutigen Spieler, bei uns ist es eigentlich immer so, wenn irgendwas los ist, dir wird es sofort angezeigt. Irgendwie
noch 100 Meter bis zum Ziel, sammel dies und das ein und alles Mögliche. Und bei Alien Isolation musst du das alles selber finden. Du musst aufmerksam rumlaufen, weil da gibt es echt schon die ein oder andere Szene, wo du echt wirklich, du musst auf alles aufpassen. Und wirklich selber nachdenken. Und das finde ich richtig geil, weil hier wird da nichts angezeigt. Ein Ja, Arsch. ist ja schöner so, also wenn man selber ein bisschen ja Nachdenken muss. mitmachen muss im Spiel und nicht Genau. immer, wenn man sie nicht immer so berieseln lassen muss. Genau, zum Beispiel, das hat mich am Tomb Raider auch gestört. Ich habe auch gedacht, das wäre jetzt so ein Game, wo du Ja. so ein bisschen was alleine an Initiative suchen musst, aber nö, du drückst einmal, was war das, H oder sowas, und Du dann. wärst einfach durch so einen Tunnel geschleust sozusagen. Genau. Und hast einfach auch überhaupt keine Möglichkeit, dem Tunnel irgendwie auszuweichen. Und das ist einfach kacke. Obwohl ich sagen muss, dass das lineare Level-Design bei Alien Isolation irgendwo auch noch Sinn macht, weil es ist ja, es sieht genauso aus, wie sich damals in den 80ern die Leute die Zukunft vorgestellt haben. Große Röhren, Fernseher oder Bildschirme, noch alte Stereoanlagen, weißt du, so haben sich damals die Leute die Zukunft vorgestellt. Und so, Ja. genauso haben sie es in die Tat umgesetzt. Es sieht alles so aus, wie im allerersten Alien-Film, den ich natürlich leider nicht gesehen habe, das muss ich unbedingt nachholen. Wenn ich das Game Let's Playen will, dann muss ich das nachholen. Ja, was ich in der letzten Zeit sehr gerne spiele, das ist ja wieder Siedler 3, Ja? Alter. Aus 96 ist das rausgekommen. Das war so ziemlich das erste Spiel, das ich so gesuchtet habe. Und einfach richtig Hammer, dieses Spiel. Oh, da Das gab's macht bei einfach mir nur richtig Angst. Spaß. Ja, und dann habe ich sowieso, das nächste Spiel war dann Call of Duty 1, gleich am Erscheinungstag bekommen, ja. Call of Duty 1 war ja cool. Na, Sprecher. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Nein, noch nicht! Doch, wir haben schon überzogen, es sind 12 Minuten. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.